Taube 51, es stammt der Verpaarung 101 mal der 17, also seiner Tochter. Super Taube in der Hand, super Gleichgewicht. Eine Sommerjugend, die erste Brut mit der Kutantje hatte er ja nicht befruchtet, aber das liegt, glaube ich, mehr an dem Weibchen als wie an ihm. Danach, die zwei Zuchten, waren dann auch wieder befruchtet. Sie hat einen perfekten Rücken, ist jetzt noch in der Schwanzmauser. Eine super Spannung im Flügel, ganz kurzen Unterarm. Hat jetzt noch eine Feder stehen. Eine Taube mit einem seidenweichen Gefieder. Gucken wir uns den Rücken nochmal. Perfekt stabil. Hat ein Farbauge. In diesem Fall ein helles Untergefieder. Gucken wir uns den Flügel nochmal an. Hat noch eine Feder stehen, eine kleine Dekalage und eine sehr gute Ventilation. So, sie ist ganz eng im Becken. Ja, so sollte eine Taube aussehen. Geschwister von ihr sind Eltern von erfolgreichen Anlauffliegern im Diesjahr aus dem Bruder von ihr oder ein Halbbruder von ihr beim Team Teufelsmoor, die fünfte Astauge. So, das ist die Vorstellung der Taube 51.